Da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer. Oh weia. Wer ist das? Nein, das gibt es doch nicht. Du bist also der Verräter Flint. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Tja, Mann, so kann man sich in einem Menschen täuschen. Ich habe nicht vor, mit dir gemeinsame Sache zu machen. Darum rate ich dir, dich mir zu ergeben. Vergiss es, Roland. Nur einer von uns wird morgen früh zur Burg zurückkehren. Und das wirst nicht du sein. Ich mach dich fertig. Alter, was hat der vor? Scheiße. Der will mich natzen. Das glaube ich ja jetzt nicht. Ich wollte noch abspeichern. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. So, genügend Abstand haben wir jetzt zum Flint. Und da ich noch nicht so kräftig bin und ihn mit einer Einhandwaffe umnieten kann, möchte ich ihn als allererstes mal angrillen. Und zwar mit dem Feuerpfeil. Also, Flint muss mich als allererstes entdecken. So, na, nicht so weit ran. Hallo, du sollst mich entdecken. Jetzt kriege ich dich aber. So, schwächen. So, dann kann ich mein Schwert ziehen. Dann hoffe ich, dass ich mit einem Schlag richtig ihn niedermetzle. Und das habe ich auch geschafft. Ich spreche ihn an. Und jetzt komm mit. Jetzt klappt's. Und jetzt komm, Flint. Der Kerker wartet schon auf dich. Ha, wenn du denkst, dass ich freiwillig in den Knast gehe, hast du dich getäuscht. Dafür musst du mich erst einmal haben. Mal gucken. Warte mal. Okay. Schluss jetzt. Du folgst mir jetzt ohne Widerrede in die Burg. Und versuche ja nicht wieder zu entfliehen. Sonst werde ich nicht mehr so gnädig mit dir sein. Ja, ja, schon gut. Flint weiß, wann er verloren hat. Das nächste Mal werden wir ja sehen. So, zack. Mal gucken. Hier bleiben. So, da sind wir. So, da sind wir. Ich denke, das hier wird erstmal dein Heim für die nächsten Jahre werden. Mistkerl, eines Tages werde ich dir das Heim zahlen. Ja, ja, träum schön weiter. Ich habe den Verräter überführt. Es war Flint. Flint? Tja, das ist wirklich eine Überraschung. Doch wie kam er mit dem Sträfling Bart in Kontakt? Ganz einfach. Die Botschaften, die er mit dem Gefangenen ausgetauscht hatte, waren im Essen versteckt gewesen. Na, dann ist alles klar. Ich gebe dir nun den Befehl, den Verräter festzunehmen und in den Kerker zu schaffen. Danach kommst du wieder zu mir. Ja, das haben wir ja gemacht. Er ist ja jetzt im Kerker. Ich habe Flint gefangen genommen und in den Kerker gebracht. Sehr gut. Dann haben wir diese üble Geschichte endlich hinter uns gebracht. Jetzt mal gucken. Ich habe die Aufgabe mit den verschwundenen Waffen gelöst. Das ist richtig. Ich kann aber deine Prüfung nur als bestanden ansehen, wenn du auch den Verräter findest. Ja, okay. Da bleibt noch was hängen. Warum das so ist, weiß ich nicht. Jetzt weiß ich, wie der alte Gauner Flint die Waffen aus der Burg geschafft hat. Er hat die alte Winde von unserem Burgtor benutzt, um die Waffenbündel mit Hilfe eines Seils nach unten zu befördern. Unten brauchten dann Stones Männer die Waffen nur in Empfang zu nehmen. Aber damit ist jetzt Schluss. Halt, Soldat, eine Aufgabe habe ich noch für dich. Ja, was soll ich tun? Da uns jetzt das Versteck der Schmuggler bekannt ist, sollten wir die Höhle von unseren Leuten bewachen lassen. Ich habe hierzu den Ritter Gottfried und die beiden Rekruten Hinz und Kunz bestimmt. Da du der Einzige bist, der den Zugang zur Schmugglerhöhle kennt, gebe ich dir den Befehl, Gottfried und die beiden Rekruten dorthin zu bringen. Die drei warten übrigens schon auf dich im großen Burgsaal.